Was wäre, wenn man Angela Merkel sagen lassen könnte, die Union hat ausgedient? Bei der Bundestagswahl im September werde ich die Grünen wählen. Was wäre, wenn man Elon Musk sagen lassen könnte, wir haben erhebliche Probleme mit unserer Software. Alle Teslas müssen sofort von der Straße. Und was wäre, wenn man Kim Jong-un sagen lassen könnte, wir erklären der westlichen Welt den Krieg. Unsere Raketen sind bereits gestartet. Was wäre, wenn das heute schon möglich ist? We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. For instance, they could have me say things like, President Trump is a total and complete dipshit. Wir haben dieses Deepfake-Video von Obama gesehen und haben uns gefragt, können wir das auch, so ein Deepfake erstellen? Wir, das sind Textstudierende und JournalistenschülerInnen von Axel Springer. Wir wollten ein Experiment starten, in 8 Wochen Deepfakes erstellen, die so gut sind, dass selbst die Leute, deren Aussagen wir hier faken, am Ende davon überrascht werden. Wird uns das gelingen? Wo stoßen wir da unsere Grenzen? Welche Gefahren gehen für Deepfakes aus? Und vor allen Dingen, was bedeutet das heute schon für jeden Einzelnen von uns und für unsere Gesellschaft? Theoretisch kann ein Präsident den Krieg erklären, ohne dass das jemals beabsichtigt war. Politiker und Politikerinnen sind besonders häufig von solchen Deepfakes betroffen. Das könnte sowohl meine Existenz ruinieren, als auch meine Position in der Partei massiv schwächen. Wir müssen eigentlich die Gesellschaft vor Fälschung und Manipulation schützen. Wenn man in einer Gesellschaft keinen Konsens mehr darüber hat, was die Realität ist, dann hat man auch mit der Demokratie und dem Rechtsstaat einfach ein massives Problem. Ich habe das doch mit eigenen Augen gesehen. Ich höre die Stimme, das ist seine Stimme. Ich sehe die Lippenbewegung und die passt dann auch zu dem, was gesagt wird. Die Problematik ist, dass man so ein Deepfake, was einmal verbreitet worden ist, kaum noch wieder aus dem Netz herausbekommt. Schon heute kann jeder Opfer von solchen Deepfakes, also manipulierten Bildern, Audios und Videos, erstellt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz werden. Das zeigt auch ein Beispiel aus Leipzig. Mein Name ist Charlie, ich bin 19 Jahre alt und von mir wurde ein Deepfake-Nacktfoto erstellt. Es war ein ganz normaler Tag. Ich habe einfach in meine Anfragen bei Instagram geguckt und da hat mir jemand ein Foto geschickt von einem Fake-Account. Aus und das war halt einfach ein Nacktbild von mir, wo ich aber direkt wusste, dass es ja ein Originalfoto dazu gibt, wo ich einen Pullover eigentlich anhab. Und dieses Foto hat eigentlich nicht in echt existiert, also wusste ich, dass das gefaked ist. Ich war halt erstmal voll geschockt. Ich habe halt nicht wirklich was gefühlt. Ich dachte mir halt so, oh mein Gott, das muss halt irgendwie so etwas sein, wofür ich halt nicht wirklich was kann. Man fühlt sich halt einfach so, ja, unsicher in dieser Gesellschaft, weil man halt weiß, so, man ist letztendlich ein Stück Fleisch und halt auch einfach dieses Gefühl, dass jemand einen so nackt sehen will und einen so entblößen und bloßstellen will, das ist halt auch einfach ein Stück weit demütigend. Das ist halt einfach extrem beängstigend, unangenehm und degradierend auch einfach. Es ist mir auf jeden Fall wichtig, darüber aufzuklären, weil ich mir sicher bin, dass ich nicht die Einzige bin und ja, ich weiß nicht, halt einfach zu zeigen, dass man halt stark ist und weitermacht. Es gibt also Menschen, die schon ganz konkret Opfer von Deepfakes geworden sind. Das Problem ist aktuell. Nicht nur für dich und mich, sondern vor allem für Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Also Prominente, PolitikerInnen, CEOs. Gerade in einem Superwahljahr kann das zu massiven Problemen führen. Wir haben versucht, PolitikerInnen zu finden, die sich von uns faken lassen, um zu informieren, um aufzuklären, um zu zeigen, was heute mit den technischen Mitteln bereits möglich ist. Wie erstellt man solche Deepfakes eigentlich? Wie schwierig ist das? Und ist es überhaupt moralisch vertretbar, dass wir solche Deepfakes produzieren? We're trying to reach a point where we produce this video, where they gonna be, well, you could actually do whatever you want with my voice and my face. And I completely have no control on that. Ja, beim Experiment, das wir gestartet haben, geht es vor allen Dingen darum, dass wir gucken wollen, ist das momentan eigentlich bis dato schon möglich? Also ist die Technologie so weit? Und im nächsten Schritt ist dann eben die Frage, wie gehen vor allen Dingen Politiker damit um in Zukunft?
to produce a deepfake in general, you kind of need to train models to learn on that exact persona you want to fake, you know? So in case now what you're working on, the voice, the model kind of need to learn the German language. And then it's need to learn about the person that we want to fake. Um ein Modell zu trainieren, mit dem man dann eine Stimme alles Mögliche sagen lassen kann, muss man vorab erstmal Dateien erstellen, mit denen das Modell eben trainiert wird. Im Englischen geht das schon relativ gut, weil da die Modelle grundlegend auf die englische Sprache trainiert sind. Für Deutsch wird es ein bisschen schwieriger. Da gibt es quasi noch nicht so grundlegend die großen Datenmengen, mit denen die Modelle trainiert werden konnten bislang. Deswegen reicht das zwar, aber die Stimme ist dann halt noch nicht ganz so natürlich, wie sie im Englischen sein könnte. Dafür klippen wir jetzt 5- bis 10-sekündige Audioclips und transkribieren die. Und das kriegt dann quasi die Deep Learning Software und trainiert das damit. Wir sind bei den Deepfakes inzwischen so weit, dass wir in Kanada einen Entwickler gefunden haben, Resemble AI, die jetzt für uns momentan Deepfake Voices erstellen. We could have done it by ourselves. However, it's a lot of work. That's, we need another 2-3 months actually for us to kind of figure out a good quality of that. So instead, we kind of relied on them using their own software. That's on the voice side. From the video side, is a less complicated. All what you need is kind of a source video and a destination video. And that's how we are able to sync the lips. What are we doing now? So actually, we were able to produce a low quality video for now from the first order motion. And we used the Flo, one of our colleagues, as the driving video, the source video, and we deployed his face movement on the politician. So actually you could see in the video that how a Flo face moving and how the politician face and his head moving, and they are matching. And that's actually what we're trying to get, the destination, the politician, is moving according to the way we want it, and for that we need a driving video. Ja, also wir haben im Team recht früh diskutiert, inwiefern es eigentlich moralisch irgendwie für Journalisten sinnhaft ist, jetzt Deepfakes zu erstellen, inwiefern man das machen kann, weil wir als Journalisten ja eigentlich immer nur über etwas berichten, was passiert, und jetzt in dem Sinne nicht Ersteller von Quellen und vor allen Dingen nicht Ersteller von Deepfakes, also Fake News im Grunde sein können und sein möchten. Und zwar von Anfang an klar, dass wir können diese Deepfakes jetzt nicht im Film zeigen, ohne dass dann immer der Kontext klar ist. Also dem Zuschauer wirklich bewusst ist, das ist jetzt auch ein Deepfake. I've been seeing a lot of websites, a lot of Telegram groups I'm in now, where Deepfake kind of is happening. And there's terrible things there. There is some terrible things. Of course, as someone who is involved now into it, you could tell, but for people who just scroll through social media passively, that's just impossible for you to know. Definitely one person could sit behind the computer and actually produce a deepfake of any politician or anyone they want. Für unsere Doku haben wir mit ExpertInnen aus der ganzen Welt gesprochen. Mit Hao Li, einer der berühmtesten Deepfaker und CEO eines US-amerikanischen Tech-Unternehmens. Mit Christian Solmecke, Fachanwalt für Medienrecht. Und mit Marc Hockelberg, Technologieprofessor an der Universität Wien. Wir haben sie gefragt, wie ist der aktuelle Stand der Technik? Mache ich mich strafbar, wenn ich einen Deepfake erstelle oder teile? Und eine Frage, die kam natürlich immer wieder auf. Was sind die ethischen Herausforderungen, die eine solche Technologie an uns als Gesellschaft stellt? Die meisten Methoden sind basierend auf irgendeinem KI-Modell, das im Prinzip realistische Bilder erzeugen kann, und sind meistens für die Unterhaltung. Also was gefährlicher ist, sind im Prinzip dieses Open-Source-Deepfake-Software. Also es gibt zum Beispiel Methoden mit Deep Generative Models. Das heißt, man kann im Prinzip so ein Netzwerk trainieren mit sehr vielen Daten von sehr vielen Personen und danach auf einer Person adaptieren. Und man kann dann direkt das Gesicht von dieser Person im Prinzip erzeugen. Und das kann auch sehr realistisch aussehen, vor allem wenn die Daten sehr gut sind.
Besonders hoch wird die Gefahr, dass von einem selbst ein Deepfake erstellt wird, natürlich, wenn man ohnehin super viele Fotos im Internet verbreitet hat, über Facebook, Instagram, YouTube und Co. Bei Politikern ist das natürlich der Fall. Da gibt es tonnenweise Bilder und insofern gibt es von denen auch wiederum Deepfakes. Und die Problematik ist, dass man so ein Deepfake, was einmal verbreitet worden ist, kaum noch wieder aus dem Netz herausbekommt und die Menschen dann, ähnlich wie bei Fake News, gar nicht mehr genau wissen, was es war und was ist falsch. There could be a problem because we have a certain trust in our society, trust in each other, trust also in certain technologies, platforms. Socially and politically, it's important that we still trust one another, that there's trust in our societies. I think we should not be afraid of it if that means that we are paralyzed and don't do anything anymore. So with all technologies, I think there's always the temptation to be either very fascinated or run away from them. I think there's no reason for that, but we should just with a cool analytic eye look at what these technologies will do and what the potential consequences could be and have these discussions. Meines Erachtens muss man nicht juristische Lösungen hier finden, sondern technische Lösungen. Und über Technik herauszufinden, wo haben wir Fälschung oder wo haben wir keine Fälschung. Die Verbreitung von Deepfakes und auch die Herstellung kann verschiedene Straftatbestände darstellen, kann allerdings auch zivilrechtliche Haftungsmöglichkeiten auslösen. Das heißt, Schadenersatzansprüche kommen da auf den Verbreiter und den Ersteller von solchen Deepfakes zu. Besonders für eine Branche wird das Thema Deepfakes in Zukunft immer relevanter werden. Für Medien und Verlagshäuser. Wir wollten wissen, wie verändert es die tägliche Arbeit in Redaktionen? Wie groß ist das Problembewusstsein? Welche Verantwortung tragen wir JournalistInnen? Grundsätzlich gilt für Bewegtbildmaterial das Gleiche wie für Informationen, wenn wir journalistisch arbeiten. Allgemein arbeiten wir nach dem Zwei-Quellen-Prinzip. Das heißt, wenn wir Material bekommen, müssen wir aus zwei Quellen verifiziert haben, dass es sich um authentisches, um Originalmaterial handelt und das, was da gezeigt wird, den Informationen auch entspricht. Also Deepfakes sind für uns kein wirklich großes Thema zurzeit, weil wir natürlich hauptsächlich unser eigenes Material verarbeiten oder Material von Partnern, denen wir vertrauen, also sind TV-Agenturen, die dann uns Material anliefern und das natürlich auch selber gegenchecken. Nichtsdestotrotz sind natürlich Fakes durchaus auch mal möglich. Besonders wenn wir selber auf Material zugreifen wollen, das eben halt aus unsicheren Quellen kommt. Das ist meistens Social Media, das müsste man natürlich dann prüfen. Dann hilft das journalistische Gespür enorm, wenn etwas einem komisch vorkommt, eine Aussage einer Person eigentlich nicht zu dieser Person passt, rein inhaltlich, dann müssen wir als Journalisten schon mal sehr vorsichtig sein, damit weiterzuarbeiten. Was normale Fakes angeht, da haben wir schon mehr Erfahrung mitgemacht. Bei jedem Terroranschlag, bei jedem größeren Ereignis kommt es vor, dass Sachen ins Internet gestellt werden, die entweder einfach alt sind, alte Sachen als neu verkauft werden oder teilweise auch gefaked sind. Sollte ein Redakteur beim Stern den Verdacht haben, dass Bildmaterial, Bewegtbildmaterial oder auch eine Nachricht, dass da irgendwas nicht stimmt, dann geht dieser Zweifel oder geht diese Anfrage bei uns ins Verifikationsteam. Wir haben ein Verifikationsteam gegründet 2016 zusammen mit RTL und NTV. Diese 150 Leute, ja, das ist ein Kernteam von 15 bis 20 Leuten und dann sind aber die weiteren Menschen geschult und arbeiten seitdem tagtäglich daran, dass eben genau so etwas dann nicht den Weg auf die Seite, in die Kanäle, ins TV oder in die Zeitung findet. Deswegen gilt beim Stern und auch bei NTV und RTL immer Seriosität vor Schnelligkeit. Wir beim Stern arbeiten mit diversen Tools. Also für uns gehört die technische Komponente zwingend dazu. Und wenn dann zum Beispiel Forscher von der University of Washington darüber sprechen und in einem Fachartikel darüber diskutieren, dass Satellitenbilder heutzutage genauso mit Deepfakes gefälscht werden können wie Bewegtbildvideos, wie wir sie von Obama und so weiter alle kennen, dann ist es wichtig für uns, dass wir unsere Crew darüber aufklären und darüber diskutieren, wie identifizieren wir sowas, was müssen wir uns aneignen, um sowas entlarven zu können.
Fake News, da haben manche so das Gefühl, das ist eine Erfindung von Donald Trump. Nein, das gab es schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Früher haben die Leute sich irgendwo im Mittelalter auf dem Marktplatz irgendwelche falschen Gerüchte oder böse Nachrede, die nicht stimmt, zugerufen. Im Zeitalter der Social Media hat es natürlich sofort eine globale Verbreitung, eine unglaubliche Beschleunigung, damit auch eine Verstärkung des Effektes. Und jetzt eben durch Deepfakes, durch diese sehr sophistizierten Fälschungstechniken, können eben Stimmen vorgetäuscht werden, sogar Gesichter vorgetäuscht werden. Und das ist eine neue Dimension, weil es immer schwerer wird, es festzustellen, was ist authentisch, was hat wirklich stattgefunden und was ist vielleicht in manipulativer Absicht entstanden. Diese Frage wird immer drängender, wird die Menschen immer mehr verunsichern, wird in gewisser Weise aber auch die Notwendigkeit von verantwortungsvoller journalistischer Recherche umso größer machen. Deswegen finde ich das gerade für ein Medienhaus wie Axel Springer ausgesprochen spannend. Da liegen große Gefahren, aber ich glaube für uns auch echte Chancen. Das erste Deepfake, das wir erstellt haben, war von Dorothee Bär, der Staatsministerin für Digitalisierung. Ein erster Versuch. Wir haben gemerkt, dass es noch Probleme gibt. Besonders die künstliche Imitation der deutschen Sprache, das Audio, ist doch nicht ausgereift. Wir haben Dorothee Bär ihr Deepfake trotzdem gezeigt. Turmspringen ist meine Leidenschaft. Ich trainiere täglich. Mein großes Ziel ist es, bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilzunehmen. Okay, es macht mir jetzt noch keine Angst, muss ich sagen. Weil es hört sich an, als ob ich eine französische Austauschschülerin bin irgendwie. Also ich habe mich mit dem Thema Fake News, Deepfakes, Desinformation ja schon sehr lange beschäftigt. Und gerade auch im Rahmen der letzten Europawahl hat es eine ganz große Rolle gespielt. Und da haben wir nicht nur aus Deutschland raus, sondern gesamteuropäisch ein sehr großes Auge darauf gehabt, weil genau diese Gefahr im Raum stand, wie ist es eigentlich, was die Wahlmanipulation betrifft bei den Europawahlen. Und da konnten dann auch im Nachgang keine Manipulationen festgestellt werden, auch keine Wahlbeeinflussenden in dem Sinne, sodass also wirklich die letzten Europawahlen auch komplett ohne Beeinflussung vonstatten gegangen sind. Und jetzt beim Rahmen der Bundestagswahl ist es auch so, dass wir feststellen müssen, auch im Rahmen unserer Sicherheitsbehörden, unseres Ministeriums, dass bislang die Gefahr für 2021 noch nicht da ist. Das heißt aber nicht, dass es für die nächsten Jahre ausgeschlossen ist. Also wir haben eine Vielzahl von Förderprojekten, eine Vielzahl von Vorhaben, auch als Bundesregierung, zur Aufdeckung auf der einen Seite, aber zur Bekämpfung auch auf der anderen Seite. Wir haben das Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit, Athene, wo beispielsweise auch gerade nochmal der Schwerpunkt auf Aufdeckung gelegt werden soll und auf so eine sogenannte Multimedia-Forensik, die dann auch detektiert werden soll. Das finde ich auch ganz wichtig, dass wir es schaffen, ja, bei aller schnelllebigen Entwicklung, das ist immer so mein Anspruch auch in der Politik jeden Tag, dass man es mal schafft, mal vor die Welle zu kommen. Also dass man nicht immer Entwicklungen hinterherrennen muss, sondern dass man wirklich auch mal ins Lead gehen kann. Wir haben unsere Deepfakes noch einmal verbessert. Jetzt ist es an der Zeit, die PolitikerInnen mit diesen Videos zu konfrontieren. Wir konnten Wolfgang Kubicki von der FDP und Konstantin von Notz von den Grünen für dieses Experiment gewinnen. Besonders wichtig war es uns dabei, dass die Deepfakes nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden können. Wir werden sie also nur auf einem Tablet zeigen, nur im Anschnitt und nie im Vollbild. Und das Ganze in einem von uns vorbereiteten Setting. Von Notz und Kubicki haben die gefakten Videos von sich vorher nicht zu Gesicht bekommen. Sie wissen nicht, was wir sie sagen lassen werden. Wie werden sie auf die Deepfakes von ihnen reagieren? Erkennen sie sich wieder und macht ihnen diese Technologie Angst? Ganz ehrlich, es will einfach nur regieren, da würde ich auch eine Vermögenssteuer in Kauf nehmen. In meiner Partei gibt es diesen Wahn, dass alle vegetarisch leben sollen. Das nervt mich. Jeder sollte die Möglichkeit haben, jeden Tag Fleisch zu essen. Da ist es dann auch nicht so wichtig, wo das herkommt. Das ist halt richtig gut. Das erste Ding ist voll gut. Ohne Christian Lindner würden die Freien Demokraten bei 10 Prozentpunkte mehr liegen. Zunächst einmal habe ich gesehen, dass die Lippenbewegung mit dem Text nicht ganz übereinstimmt, aber dass das überhaupt möglich ist, solche Nachrichten, die Sprache war ja zu hören, dass es meine Stimme auch ist, sowas herzustellen, wenn das perfektioniert wird, wäre es ein Riesenproblem. Das 1,5-Grad-Ziel meiner Partei ist Schwachsinn, das ist viel zu viel. Diese ganze Klimahysterie ist gefährlich für unsere Wirtschaft und für unseren Wohlstand. Ja, sehr gut.
Sehr gut. Vor allen Dingen erstaunlich ist, dass die Stimme doch sehr nah dran ist. Ne? Also das finde ich schon. Man hört vielleicht so ein bisschen auch, dass es eben keine, nicht meine originäre menschliche Stimme ist, aber es ist nah dran und man kriegt, glaube ich, eine Idee von den Möglichkeiten, die es gibt, gerade für Leute, die eben viel Geld und alle Möglichkeiten zur Verfügung haben. Ja. Die Freiheit des Einzelnen kommt jetzt an seine Grenzen. Wir brauchen alle Pflicht, sich impfen zu lassen. Ja, es macht mir Sorgen, weil wir wissen, dass Menschen überwiegend auch elektronischen Medien vertrauen. Das heißt, das, was sie sehen und hören. Und dieses Vertrauen wird dann komplett unterminiert. Vor allen Dingen, es kann ja zu fatalen Folgen für diejenigen führen, die auf die Art und Weise mit Aussagen öffentlich präsentiert werden, die sie so gar nicht getätigt haben. Das könnte sowohl meine Existenz ruinieren, als auch, wie gesagt, meine Position in der Partei massiv schwächen, als auch die Möglichkeiten der Freien Demokraten oder anderer. Es muss ja nicht nur bezogen auf uns sein. Extrem konterkarieren, was deshalb bedenklich ist, weil die Filterfunktion der traditionellen Medien auf die Art und Weise ja wegfällt. Denn wenn sich das in den sozialen Medien verbreitet, bekommen sie das nie wieder weg. Da muss ich der Alternative für Deutschland schon recht geben. Diese ganze Gendergage, meine Partei, macht mich auch manchmal wahnsinnig. Gendergage. Aber wenn man jetzt ihr Beispiel anguckt, dann kriegt man eben eine Idee, wie in einem normalen Setting, normal anmutenden Setting, mit relativ geringen Möglichkeiten und Fähigkeiten eine solche Manipulation von Bildern möglich ist. Ich meine, das war jetzt noch lustig, was wir jetzt gerade gemacht haben mit der Frage, die FDP ist jetzt für Vermögensteuer oder Christian Lindner hindert die FDP daran, 20% zu bekommen. Aber stellen Sie mal vor, da bekommen Sie jetzt Aussagen zu kinderpornografischem Inhalt oder anderen Dingen mehr. Die können ja von heute auf morgen sofort Existenzen vernichten. Und da ist schnelle Reaktion wichtig und notwendig und gerade auch staatliche Reaktion. Aber ich befürchte, dass wir die Bedrohungslage etwas unterschätzen. Mich jetzt persönlich eingeschlossen, uns als politische Entscheidungsträger im Parlament auch eingeschlossen. Das liegt einfach daran, dass unser Denken nicht schnell genug mit dem technischen Fortschritt mithält. Es geht ja gar nicht darum, dass du jetzt mit einem Deepfake den Mainstream bestimmst, sondern du musst so die Ecken bespielen, die vom Mainstream nicht bestimmt werden. Aber wenn man in einer Gesellschaft keinen Konsens mehr darüber hat, was eigentlich ist, was passiert ist, was die Realität ist, dann hat man auch mit der Demokratie und dem Rechtsstaat einfach ein massives Problem. Und deswegen glaube ich, man wird Manipulationen, kann man nicht ausschließen oder verhindern. Ja, man muss das Bewusstsein wecken, dass sowas möglich ist. Denn ich garantiere Ihnen, wenn Sie jetzt die normale Bevölkerung fragen würden, würden die 90% sagen, schließen Sie aus, dass sowas überhaupt möglich ist. Am Ende des Tages wird es sehr darauf ankommen, wo ich etwas sehe und ob die Quelle eben seriös ist und dafür garantiert, dass das, was sie sendet, oder was bei ihr konsumierbar ist, dass das eben der Realität entspricht. Ich mache mir ehrlich gesagt, was die Bundestagswahl angeht, ziemlich große Sorgen im Hinblick auf diese Frage der Manipulation und legitimen Einflussnahme auf die Bundestagswahl. Auch wenn die Deepfakes, die wir in den letzten 8 Wochen hergestellt haben, nicht perfekt waren, ist im Experiment klar geworden, was schon heute möglich ist. Selbst mit begrenzten Ressourcen und in einem vorgegebenen Zeitraum. Die Technologie, die ist da. Und sie wird sich in den nächsten Jahren immer weiterentwickeln. Es wird immer einfacher werden, sehr, sehr gute Deepfakes zu erstellen. Wichtig dabei ist, nicht die Technologie an sich ist das Problem, sondern was Menschen mit ihr anstellen könnten. Denn mit bösen Absichten hergestellt, können Deepfakes immensen Schaden anrichten. Karrieren zerstören, Menschen bloßstellen, Aktienkurse manipulieren und sogar unsere Demokratie gefährden. Nachdem ich das jetzt gesehen habe, werde ich mal versuchen, im Deutschen Bundestag möglichst schnell dafür Sorge zu tragen, dass wir jedenfalls die Straftatbestände etwas genauer fassen, damit Staatsanwaltschaften auch sehr schnell einschreiten können.